Heute geht es um ein Musikvideo der ganz besonderen Art. Und zwar wird ein Pianist improvisieren und die Maßgabe war oder die Vorgabe war, dass nur seine Hände zu sehen sind, die in solchen Handschuhen stecken, in weißen, und mit Schwarzlicht angestrahlt werden. Das fand ich eine super Idee. Wir haben einiges rumprobiert. Wir haben zwei Schwarzlichtstrahler jetzt direkt auf die Klaviatur gerichtet. Der Pianist wird nachher spielen komplett in Schwarz, nur die Handschuhe sind weiß. Und die Tests haben ergeben, dass das ziemlich cool aussieht. So, bei Musikvideos, die live aufgenommen werden, ist der Ton immens wichtig. Ich habe dabei zwei Sennheiser MKH50. Diese kleinen Membrankondensatormikrofone sind super neutral, also für akustische Instrumente wie Flügel, Gitarre, Streicher, Orchester oder so bestens geeignet. Die haben super Nierencharakteristik, das heißt, sie nehmen sehr eng auf vom Aufnahmebereich. Das heißt auch Nebengeräusche, wenn ich mich mit der Kamera bewege zum Beispiel oder ein Auto draußen vorbeifährt, das wird sehr wenig nur aufgenommen, wenn überhaupt. Angeschlossen habe ich die Mikrofone an meinen Laptop, an mein MacBook über das Babyface Pro. Das ist ein Audio-Interface von RME. RME ist eine deutsche Firma, die auch dafür bekannt ist, super saubere, super neutrale Vorverstärker zu bauen. Und wann immer ich Aufnahmen mache im Bereich Jazz oder Klassik oder akustischer Popularmusik, da benutze ich gerne saubere, neutrale Klangwege, das heißt neutrale Mikrofone, neutrale Vorverstärker und Wandler, um in der Nachbearbeitung einfach ein super sauberes Signal zu haben. Ich verlinke dir das technische Equipment auch mal in der Videobeschreibung, dann kannst du es dir noch näher anschauen. Für die Videoaufnahme benutze ich einmal die GH5. Die steht hier auf einem Stativ auf dem Flügel drauf und wird die Hände von oben aufnehmen. Und zum anderen benutze ich die GH5S. Die habe ich auf dem Gimbal draufgeschraubt und da werde ich so ein paar etwas bewegtere, ich will nicht sagen dynamischere Shots dann damit machen. Als letztes Equipment kommt noch von Aperture Amaran das M9 Licht zum Einsatz. Damit werde ich noch einen kleinen Protagonisten so teils beleuchten, wenn ich ihm auf seinem Weg von dem Garten bis zum Klavier folge. Wie das Ganze fertig aussieht, das verlinke ich euch hier oben. Schaut es euch gerne an. Der Pianist ist Stefan Schwarzer. Das fertige Video ist auf seinem Kanal, weil er es auch beauftragt hat. Ich hoffe, das war ein bisschen spannend für euch, mal zu sehen, wie man mit Schwarzlicht interessante Videoeffekte erzielt. Ich bedanke mich, wenn du dem Video ein Like gibst und wenn du meinen Kanal abonnierst und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal.